So, ein ganz herzlich willkommen zum neuen Advents-Zember-Video. Ich hoffe, euch geht relativ gut. Ja, mir geht's auch echt gut heute. Und heute gibt es das fünfte Mal in Folge. Hoffentlich sage ich auch richtig. Nee, das vierte Mal. Nee, das fünfte. Nee, das. Warte mal eben. Zwei, vier, sechs, acht. Nee, das fünfte Mal schon. Ja, zweite, vierte, sechste, achte. Und heute ist schon das zehnte. Also, das fünfte. Ja, genau. Toll. Ja, und morgen gibt es dann hoffentlich auch, was ich noch extra noch vorbereiten möchte, nämlich das Zelda Breath of the Wild. Ja. Video dann noch im zweiten Teil, weil ich habe ja gesagt, dass ich noch den zweiten Teil machen möchte, aber erst halt den nächsten Tag. Aber ich habe mich dazu entschieden, das vielleicht morgens machen, aber wenn ich es morgen nicht schaffe, dann halt nicht. Aber egal. Ich würde sagen, wir machen einfach erstmal auf, meine Freunde. Ich habe auch echt viel Bock drauf heute, mal ein bisschen auszurasten hier. Also wünsche euch auch einfach richtig Spaß bei diesem Video hier. Ich weiß auch nicht, wie lange ich möchte mir jetzt auch nicht so viel Zeit lassen hier bei diesem Video, aber ich werde doch einfach mal gute Laune vorbereiten. Also nicht wundern, wenn ich halt ein bisschen heute ein bisschen mehr, ja halt Zeit spare oder Zeit halt nicht so viel, also heute verplempere, aber ich verplempere immer, also ich bin halt immer sehr gerne immer so ein bisschen langsam und dann verplempere ich gerne immer mit meinen ganzen Gesprächen hier meine ganze Zeit, aber egal, mache ich immer gerne so. Ich will aber eben suchen, wo die Nummer 10 ist. Wo ist die Nummer 10, meine Ehrenfreunde, wo ist denn Nummer 10? Gute Frage. Ich sehe es gerade noch nicht, weil ich blind bin. Ich bin blind für den Kobold. Da haben wir doch eine 10 bestimmt irgendwo hier. Ich bin so blind geworden, ne? Meine Güte. Wo ist Nummer 10? Hallo, wo ist Nummer 10, meine Fresse? Wo ist Nummer 10 jetzt? Ich finde die Nummer 10 nicht. Wo ist die Nummer 10? Hallo. Wo ist die Nummer 10? 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 Ich sehe sie nicht. Nicht. Ich sehe echt nicht, ich bin blind geworden, oder? Doch, da oben, doch, da oben links. Ganz oben links. Okay, es war gemein, sorry. Alles gut, meine Freunde. Da haben wir es doch. Ja, tut mir leid, dass ich gerade ein bisschen gebraucht habe. Aber ist egal, da haben wir doch. Da haben wir doch die Nummer 10. Ich bin endlich froh, dass ich dich endlich gefunden habe. Mein gutgütiger Nummer 10. Versteck, ey, ja. Du warst sehr versteckt. Du warst auf jeden Fall sehr versteckt. Und das habe ich endlich gefunden. So, sehr gut, Dankeschön. Ja. Warte, jetzt haben wir es wieder. Ja, jetzt geht's wieder. Ich bin wirklich sehr gespannt heute, was uns auch erwarten wird. Bei Türchen Nummer 10, also viel Spaß und jetzt ganz viel Entspannung wünsche ich euch auch einfach jetzt. Und ganz viel Mut und ganz viel, ja, einfach jetzt neugierig sein muss man einfach bei diesen Türchen. Ich bin sehr gespannt, was wir erwarten wird bei dieser Nummer 10 jetzt hier. Ja, also ohne Scheiß. Ich bin sehr gespannt, aber ich bin auch sehr aufgeregt, was uns heute erwarten wird. Oder ist der Badepool drin? Was doch ja, ist da vielleicht ein Badepool drin? Ich gehe immer gerne baden, wisst ihr, ob ich immer gerne baden gehe, aber ich glaube nicht, ob es eine Badepool ist. Sieht so ein bisschen aus wie eine pflanzliche Badetablette oder sowas, ne? So ein bisschen. Aber cool. Alter. Heftig, oder? Es ist was ganz Neues auf jeden Fall. So. Wow. Heftig, oder? Also guck euch mal das an hier. Wow, also ohne Scheiß, ey. Sehr, sehr schön. Also guckt euch mal die coole Tablette an. Ich weiß nicht, was es ist, aber es sieht auf jeden Fall auch so ein bisschen. Also es sieht auf jeden Fall auch so ein bisschen wie eine Tablette. So ein bisschen, ja, Experiment. Ich kann mir jetzt vorstellen, dass wir damit was mit Wasser machen können. Oder dass wir halt was damit wa also dass wir halt irgendwas mit Wasser machen sollen. Oder irgendwas halt mit Wasser machen. Also, ich bin sehr gespannt auf jeden Fall. Ich würde sagen, ich setze mich eben mal ganz kurz nochmal hin und dann bin ich auch gleich wieder da. Also, ja, bis gleich. Dann bin ich auch gleich wieder für euch da. Also, ja, bis gleich. Dankeschön. Genau. Ich bin sehr gespannt auf jeden Fall. Aber es kann auf jeden Fall was Cooles sein, auf jeden Fall. Ich denke mal, es ist eine coole Sache auf jeden Fall, die wir hier machen werden. Heute nicht, aber vielleicht in den nächsten Tagen. Ich guck mal, meine Freunde. Ich guck mal, genau. Ja, genau, da bin ich wieder. Ja, so. Sieht auf jeden Fall sehr, sehr interessant aus, diese coole Badetablette, kann man sagen. Ich weiß nicht, ob man das so nennen soll, aber ich nenne es einfach erstmal Badetablette oder weiß auch nicht, ja, Badezusatz oder sowas. Auf jeden Fall sieht auf jeden Fall toll aus, aber ich kann mir einfach darunter vorstellen, dass wir einfach irgendwas mitmachen sollen, also irgendwas damit machen müssen oder sollen. Aber ja, ich freue mich wirklich schon sehr drauf, weil das wurde nämlich auch schon auf der Verpackung so ein bisschen bekannt gegeben, dass es da so eine Tablette gibt, wo man halt auch was machen kann damit.
Aber ich weiß halt auch echt nicht, was ich damit machen soll und auch machen mit diesen Dingsbums auch machen soll. Aber wisst ihr was, meine Freunde? Ich werde herausfinden, was ich damit machen. Wir werden einfach erstmal gucken, was uns hier erwarten wird, meine schönen Freunde. Genau. Also ja. Habt gute Laune, meine Freunde. Ich war sehr gespannt heute. Und ja, und das ist halt unser Geschenk einfach heute. Also das ist einfach heute unser neuer Geschenk von Türchen Nummer 10 heute. Also heute ist Nummer 10. Genau. Also ja, gucken wir rein, was uns bei Türchen Nummer 10 erwartet. Aber bevor ich halt Türchen Nummer 10 euch, also bevor ich Türchen Nummer 10, also das, also die Seite halt, die Seite, die ich eigentlich euch zeigen, ja, will halt, meine Fresse, ey. Bevor ich aber euch Türchen Nummer 10 zeigen will, will ich euch eben Türchen Nummer 9 zeigen. Also Türchen, ich will einfach euch gleich die Seite zeigen halt, die Seite halt zeigen hier, die von Türchen Nummer 9 ist. Bevor ich halt Türchen euch Nummer 10 zeige. Also bevor ich euch Türchen Nummer 10 zeige. Weil ich glaube, Türchen Nummer 9 ist ja auch interessant für euch. Also. Lest euch das gerne mal eben durch, ohne mich halt so ungefähr. Ihr habt einfach jetzt ungefähr 20 Sekunden, also ungefähr bis zur 6. Minute und zur 14. Sekunde. Also ihr habt jetzt schon die ganze Zeit hier Zeit gehabt zu lesen. Also ja, lest ruhig, pausiert ruhig. Ich gebe euch auch nicht immer so viel Zeit, also nicht wundern. Ja, jetzt noch 5, jetzt noch 4, jetzt noch 3, jetzt noch 2, jetzt noch 1 und jetzt noch 0. Also jetzt gebe ich euch keine Zeit mehr, jetzt reicht mir echt hier. Nein, Spaß, ich habe euch auch einfach genug Zeit gelassen. Also jetzt hier. Ja, also ja, 2 Sekunden genug Zeit gehabt, einfach das hier. Einfach euch alles einfach angeguckt. Aber ist egal, jetzt gibt es hier noch das hier. Das ist auch noch von Tisch Nummer 9. Genau, vom gestrigen Tag. Vom gestrigen Tag, meine Freunde, kann man sagen. Genau, also, Dankeschön. Sehr schön. Oh Gott. Alles gut. Oh Gott, ey. Ist mir gerade komplett runtergefallen, das Ding. Fast ist mir das Ding runtergefallen, meine Freunde. Alles gut. So. Das Ding, wo ich halt immer lese. Ich glaube, ich konnte alles lesen. Ich würde sagen, jetzt gibt's Tür Nummer 10 und ja, ich bin sehr gespannt auf jeden Fall jetzt, was uns erwarten wird bei Tür Nummer 10. Also, let's go. Ich lese vor und ihr hört mir gut zu. Also, viel Spaß beim Zuschauen. Genau, dankeschön. Wurzel versucht, verzweifelt sich festzuhalten. Sorry, meine Freunde, ich habe vertan, aber ist egal. Ja, also, unterschiedlich. Ich bin echt mal gespannt, was uns einfach erwarten wird. Also, was uns einfach jetzt die Geschichte einfach jetzt warten wird. Ja, weil das ist ja auch ein Gegenstand und ich bin sehr gespannt, was der Gegenstand, also was halt jetzt das gegenständliche Item halt zur Geschichte hört. Ich bin mal sehr gespannt und sehr vorlaut, kann man sagen. Aber ich bin jetzt einfach mal ein bisschen gespannt und einfach mal ein bisschen ruhig und werde einfach jetzt mal wie vorlesen. Also hört mir gut zu, jetzt viel Spaß. Was soll ich sagen, genau. Hallo Flo, vielen Dank, genau so. Geh einfach weitermachen. Viel Spaß, dann zuhören. Genau, doch der Schnee auf dem Dach hat alles rutschig gemacht. Hans und Rudi sehen starr vor Schreck mit an, wie Wusel das Dach hinunterrutscht. Ja, ich kann noch nicht mal aussprechen, das ganze Scheiß, ey, hier. Hinunterrutscht. Oh nein, das war alles mit mir. Denkt Wusel noch. Dann gleitet er über die Dachkante in den Abgrund mit dem dumpfen Geräusch von brechenden Eis, gefolgt von einem lauten Plansch, landet Wusel im Gartenteich. Ja, coole Idee, also coole Gehen, also ein cooler Text. Ja, also eine coole abenteuerliche Vorsitzung, kann man sagen. Also einfach ein cooler Rübergang, also ein sehr guter Rübergang. Die mir auch gut gefällt, auf jeden Fall, so würde ich auch sagen, dass der mir gut gefällt. Aber gut, okay, alles klar, gut zu wissen. Mit dem dampfenden Geräusch und brennenden Eis, Punkt, landet umschließt, landet wurde im Gartenteich, der hinter dem Haus unter einem dünnen Eisdeckel
Rot. Eisiges Wasser umschließt ihn, die Kälte schnürt ihm die Brust ein. Wuzu kämpft sich durch die Eisschollen zum Ufer. Zitternd und triefend rettet er sich auf die Terrasse. Hans und Rudi sind schon losgeflogen. Alles klar. Um ihn zu retten, gerade noch rechtzeitig bemerkt Hans die Bewegung hinter der Terrassentür. Von oben beobachten sie, wie die Terrassentür aufgerissen wird. Eine Frau springt heraus und schwingt ein Besen. Genau richtig, ja. Verschwinde aus unserem Garten, du schmutziger Köter. Ein richtig cooler Rübergang, kann man sagen. Ich kann es nicht mal so richtig sagen, meine Freunde. Tut mir leid, dass ich heute so ein bisschen aufeinander so im Jahr gestalten bin. Ich bin manchmal ein bisschen aufeinander gestapelt. Das tut mir sehr leid. Deswegen tut mir leid, okay? Aber bitte lach mich nicht aus und das tut mir wirklich leid. Ich versuche auch jetzt, das so gut zu schaffen, wie ich es auch einfach so kann. Aber manchmal kann ich halt auch nicht immer alles so gut machen. Aber egal, es geht einfach jetzt weiter. Komm, lass mich die Scheiße einfach jetzt hier mal in Ruhe, okay? Genau. Ah, love you und es geht einfach jetzt weiter. Genau, vielen Dank, also, danke schön. Verschwinde aus unserem Garten, du schmutziger Köter, du Scheiß, ey. Mach hier nur Scheiß und so ein Kack machst du einfach nur hier, hab ich Gefühl, aber gut, okay. Scheiß hier und ja, versucht, Wurzel von der Terrasse zu drängen. Halt, stopp, Hilfe, ruft Wurzel und hält sich die Arme vor das Gesicht. Cool. Die Frau schaut verdutzt auf den blauen Hund, der da gerade gesprochen hat. Da stand hinter ihr ein kleiner Junge. Er zieht die von Wurzel weg. Ah, cool. Das ist kein Hund, Mama. Sagte er beschwichtigend. Das Wusel aus dem Fernsehen. Das war gut, das war schlecht. Nee, das war schlecht. Nee, das war aber echt schlimm, ey. Das ist nicht wahr, oder? Das könnt ihr nicht bringen, ne? Den Witz könnt ihr nicht bringen. Sie lässt den Besen sinken und murmelt etwas, das Hans und Rudi nicht verstehen könnten. Da hat er noch mal Glück gehabt. Beinahe wäre es aus gewesen, stellt Rudi fest. Hans nickt und fliegt nachdenklich hinzu. Wie kriegen wir ihn da wieder raus? Uns fällt da schon irgendwas ein, meint Rudi zuversichtlich. Hans murmelt nachdenklich. Wir müssen Kontakt mit ihnen aufnehmen. Wir müssen Kontakt mit ihm aufnehmen. Und dann, inzwischen hat der kleine Junge seine Mutter davon überzeugen können, Wusel ins Haus zu holen. So steht Wusel auch so nass und dann im Wohnzimmer. Der Junge reicht ihm die Hand und sagt, hallo, ich bin Frederik. Wusel ergreift zitternd die Hand und sagt, blibbert, Weiß ich, gib Frederik zurück. Frederiks Mama kommt aus dem Badezimmer zurück. Hier ist ein Handtuch, sonst machst du noch Wasserflecken auf das Parkett. Egal. Das Handtuch ist zerrissen und sieht schmuddelig aus. Wusel verzieht das Gesicht und ruft dann frech. Das brauche ich gar nicht. Ich habe nämlich meine tolle Erfindung dabei. Er sieht eine Handtel, großes, rundes Plättchen aus einer Tasche. Das ist mein super trockener 3001. Nickt Wusel stolz, er öffnet es, er drückt es an seiner Nase. Fällt und ruckzuck hat er ein Handtuch in der Hand. Wusel beginnt sich damit abzurubbeln, ein bisschen abzutrocknen halt, verstehe ich auch. Als er endlich trocken ist,
Sorry, vergessen zu machen. Als er endlich trocken ist, nimmt Wusel mit einer Tasse am Küchentisch Platz. Allen gewöhnlich beobachtet von Frederiks Mutter. Da fragt ihn Frederik, übernachtest du heute bei mir? Und zu deiner Mutter, darf Wusel bei mir übernachten? Ja, also würde ich auch für dich aussagen, wenn ich die Frage hätte, würde ich das auch machen. Und das ist der Frederik. Okay, also er sieht auf jeden Fall sehr, sehr süß aus. Aber gut, okay, das ist übrigens das, was ich habe. Meine Ehrenfreunde. Ja, alles. Oh, alles gut. Alles gut, alles gut. Nicht alles gut, meine Freunde. Alles gut, genau, alles gut. Ich bin ruhig. Ich bin gespannt. Lies was zu lesen und dann ist auch alles gut, meine Freunde. Genau, alles gut, auch schon. Frederiks Mutter zögert. Wusel denkt, das könnte für die Ermittlungen ganz nützlich sein. Vielleicht komme ich in Kontakt mit Kindern, deren Wundzettel verloren gegangen sind und platzt dann heraus. Ich bin stuberein. Dabei grinst er breit, die Mutter seufzt und gibt nach. Na gut, aber um 7 Uhr gibt es Abendbrot und um 9 Uhr geht es ins Bett. Frederik springt auf und ruft, super, komm Wusel, ich zeige dir mein Zimmer. Packe das komplette mit dem Handtuch aus und lege es kurz in eine Schüssel. Ah, geil, das ist mal eine gute Idee, meine Freunde. Ach, diese Tablette hier, die sollen wir dann da rein tun. Ins heißes, nee, mit Warmwasser. Beobachte, wie aus dem kleinen, harten Pellet ein großes, weiches Tuch wird. Okay, das machen wir auf jeden Fall, aber heute nicht mehr, leider. Ich habe leider keine Zeit mehr, aber gut, dass man das so machen muss. Ich finde es echt sehr, sehr interessant. Aber ich würde sagen, jetzt geht es erstmal zum Troll-Events-Kalender. Ich bin da gespannt, was uns heute auch im Troll-Events-Kalender erwartet. Also wie lang für die coole Geschichte, meine ich. Und ja, ich würde sagen, jetzt geht's weiter. Dankeschön, meine Freunde. Genau. Da bin ich wieder, meine Ehren, Freunde. Genau, da bin ich wieder. Jetzt geht's zum Troll-Events-Kalender. Da bin ich doch wieder. Ah ja, also ohne Scheiß. Mir hat der Wusel-Wusel-Events-Kalender heute echt gut gefallen. Jetzt bin ich aber auch mal echt gespannt, was mir heute enttäuscht und was hier erwarten wird. Also heute gibt es nur ein Täuschen. Aber ich habe ja gesagt, meine Freunde, ich habe eigentlich gesagt, dass ich nur jeden Tag, also jeden zweiten Tag, versuche halt immer nur ein Täuschen auszumachen. Aber vorgestern war halt eine Ausnahme halt. Ich habe aber halt nur eine Ausnahme gemacht. Aber heute werde ich mit euch trotzdem Täuschen Nummer MC öffnen. Ja, ich bin sehr gespannt, was uns erwarten wird bei Täuschen Nummer 10 im Jahr. Wieder mal was. Nur was Winterlandig ist, aber es ist egal, ist auch trotzdem was Gutes, meine Freunde. Egal. Ist okay, oder? Eigentlich ist okay, meine Freunde. Ich würde sagen, nächstes Mal ist mein Let's Play und Boxing. Und dann schön, ja, für eure coole Aufmerksamkeit, meine Freunde. Oh Gott, scheiße. Egal. Ja, schön, dass wir nochmal eine coole Frohkummeltüte bekommen haben. Sorry. Von Winterland. Also sehr, sehr interessant. Hatten wir letztes Mal auch schon drin gehabt. Also, ich hatte letztes Mal auch schon die Tüte gehabt. Von Winterland. Das war auch am Sonntag, glaube ich, aber egal, hatte ich auch. Eine Tüte davon gab und eine Tüte davon. Aber ist egal. Ich danke euch auf jeden Fall für eure Aufmerksamkeit und deswegen bis zum nächsten Mal. Und danke schön für eure Aufmerksamkeit. Es war echt ein schöner Part heute mit euch. Also, tschüss, Gott, wieder.